Moin, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute quatschen wir über drei Themen rund um Ford, um den Ford Mustang, um den Ford Mustang Mach-E und die Formel 1. Ich würde mal sagen, let's go. Fangen wir an mit einem schönen Thema. Und zwar den Ford Mustang Dark Horse. Es sind jetzt ein paar mehr Spezifikationen geleakt worden und auch die Preise. Beziehungsweise verstehe ich das nicht so ganz. Die Preise sind jetzt geleakt worden, aber ich habe euch die ja schon vor einem halben Jahr geleakt. Und so wie das hier steht, lag ich damit ziemlich richtig. Und zwar sind die Preise hier circa 1.400, 1.500 $ teurer wie einen Mach 1 in Amerika. Und zwar steht hier, Ford baut den Mustang Dark Horse des Modelljahres 2024 im Montagewerk Flatwalk im Bundesstaat Michigan. Ab Sommer 2023 kommen die Modelle in den USA in den Handel. Ein Termin für den Marktstart in Deutschland und Europa. Preise sind noch nicht bekannt. Allerdings sind die Preise für den US-Markt durchgesickert. Der Basispreis der Dark Horse Variante des Modelljahres 2024 beträgt $57.970. Aktuell umgerechnet ca. 54.000 Euro. Das sind $1.400 mehr als der Mustang Mach 1 des Modelljahres 23. Das Ausstattungspaket 700A soll beim Dark Horse $2.595 kosten, was $500 teurer ist als beim Mach 1. Carbonfelgen kosten $8.495 Aufpreis. Diese Ausstattung gibt es für den Mach 1 nicht. Das finde ich ziemlich interessant, denn das wäre, wenn ich mich jetzt recht entsinne, ungefähr eine Halbierung der Kosten bei den Carbonfelgen. Vorher haben die immer so Minimum 15 gekostet, wenn nicht sogar 20. Weitere Optionen wie das Appearance Package $1.250, das Handling Package $4.500, die Recaro Sätze $1.650 und die 10-Gang-Automatik $1.600. Also 10-Gang weg, Handling Package rein, Recaros und Carbon und fertig ist das Monster. Denn inspiriert von seinem GT3-Modell legt Ford den neuen Mustang als Variante für Track Days, Dark Horse S und Track Races, Dark Horse R. Die Variante Dark Horse S hat tatsächlich sogar eine Straßenzulassung. Dark Horse R ist für die vierte Meile, ohne Straßenzulassung. Jetzt ist natürlich nur die Frage, ob wir diese ganzen Spielereien in Deutschland bzw. in Europa auch zu sehen bekommen. Handling Package, ja, weiß ich nicht. Aber ich könnte es mir vorstellen. Die Recaros auf jeden Fall, dieses Package auch. 10-Gang-Automatik auch. Also die Standardsachen auf jeden Fall. Die Carbonfelgen, ich bezweifle es, aber Ford, ihr könnt mich gerne mal eines Besseren belehren. Die S-Variante glaube ich nicht. Von der R müssen wir gar nicht erst anfangen. Der Markt ist in Deutschland, Europa dafür nicht vorhanden. Zudem ja, wollen wir einfach mal kurz die Specs durchgehen. Da fand ich diese Aufführung besser. Und zwar 5 Liter Hubraum, 507 PS, 567 Newtonmeter. Handschalter mit 6 Gängen oder eine topmoderne Automatik mit 10 Gängen. Hinterradantrieb, eine im wahrsten Sinne des Wortes ehrfurcht gebetene Erscheinung. Zu den Upgrades, die vierte Generation, eine speziell ausgewuchtete Kurbelwelle und geschmiedete Pleuel. Letztens wurde erstmal im Ford Mustang Shelby GT500 eingeführt. Höhere Zylinderdrücke, um höhere Zylinderdrücke und Kolbengeschwindigkeiten zu bewältigen. Hängt wahrscheinlich mit der geänderten Ansaugung zusammen, denn ja, wird ein bisschen mehr Druck sein, aber halt auch nicht viel. Eher so marginal. Rote Drehzahlbegrenzer beginnt bei 7500 Touren. Zweidrosselklappe. Verbesserte Ölwanne. Anderes Ansaugsystem. Ja. Handschalter ist das altbekannte Drehmeckgetriebe. Ich hoffe nur, dass wir in Europa endlich mal die US-Übersetzung bekommen. Das wäre sehr wünschenswert. Schaltkugel ist aus Titan, Spielerei, weiß ich nicht, stelle ich mir ziemlich rutschig vor, muss man gucken.
Getriebekühler. Ja, und ansonsten geht's hier jetzt eigentlich mal los. Nee, so, hier fangen wir an. Der Mustang Dark Horse verfügt dementsprechend über Naka-Kanäle zur Bremsenkühlung. Naka-Kanäle sind praktisch in der Front Öffnungen, die dann im besten Fall auch mit einem Schlauchsystem direkt hinten an die Bremsscheibe oder den Sattel oder so dran gehen. Finde ich schon mal sehr lobenswert, selbst wenn es nur Öffnungen sind ohne eine entsprechende Luftkanal auf die Bremse. Das kann man ohne Probleme nachrüsten und bringt sehr viel. Ihr wisst vielleicht noch, oder diejenigen, die mich länger verfolgen, Ford Mustang 2015 bis 2017. Größtes Problem bei der Bremse sind nicht die Scheiben und auch nicht die Beläge, sondern die Bremskühlung. Ändert ihr dies, habt ihr schon mal 100% draufgelegt. Ihr müsst nicht sofort immer mit diesen ganz teuren Sachen anfangen. Macht erstmal eine Bremskühlung und schaut euch dann das Thema nochmal an. Zusätzlicher Motorkühler, einen Hinterachskühler, ein einziger leichter Radiator, damit ist ein Lüfter gemeint. Verbesserte Kühlleistung und Leistungsstärke, Lüfter zur Verbesserung der Haltbarkeit und Regeneration. Spezielle Fahrwerksabstimmung des Magnawise-Fahrwerk, größere hintere Stabilisatoren, Hochleistungsdämpfer vorne, die 19 Zoll Brembo Vorderradbremse mit 390 mm Rotoren, sorgt für eine gute Bremswirkung, kennt man alle schon. Das Einlenkverhalten und Equip des Mustang Dark Horse werden durch eine neue leichter von Ford Performance entwickelte Domstrebe und Carbuek, das ist oben, haben wir EU-Fahrer alle serienmäßig verbaut. Und ja, ein Torsen-Hinterrad-Differential versteht sich quasi ebenso von selbst wie ordentliche Bereifung. Pirelli P0 und Super Trofeo habe ich auch gesehen auf Fotos. Tatsächlich ist hier gar nicht genannt. Es gibt das Ding auch mit einem hardcore-aggressiven Semi-Slick-Reifen. Inwieweit wir das in Deutschland sehen, ist halt fraglich. Ja, damit haben wir im Prinzip das Große und Ganze abgedeckt. Wenn ihr noch neue Fotos sehen wollt, schaut sie euch an. Es sind jetzt wieder deutlich mehr Fotos vorhanden. Mein Schlussfazit jetzt erstmal nach Stand heute, Februar 2023. Ich bin wirklich gespannt auf das Fahrzeug, auf die Performance. Er gefällt mir wirklich sehr gut, aber ich befürchte einfach, dass das Ding 1850 Kilo wiegt. Das wird ein schweres Eisenschwein sein. Und wenn ihr 1850 Kilo habt, dann könnt ihr von mir aus Carbonfelgen haben. Die sorgen halt für ein leichtfüßigeres Einlenkverhalten. Dennoch habt ihr 1850 Kilo gegenüber einem Generation 6 Mustang, magere Ausstattung, 1700 Kilo. Das sind 100, 150 Kilo Unterschied. Und die merkt ihr auf der Bremse. Vertraut mir, die werdet ihr merken. Ganz einfach. So, gehen wir jetzt mal weiter. Ford will jetzt 2026 ihr großes Comeback in der Formel 1 feiern. Und zwar mit dem Red Bull Racing Team. Finde ich erstmal gut, denn Formel 1 gehört zu Ford. Kann man nicht abstreiten, haben da immense Erfolge gefeiert. Nur, ich sehe es ein bisschen kritisch. Formel 1 ist mit der teuerste Sport überhaupt. Das ist Materialschlacht. Und dann will Ford jetzt dort unterstützend, beziehungsweise wahrscheinlich eine Partnerschaft von 50-50 agieren und auch ihr Fachwissen mit den Batteriemodulen, Elektromotoren und deren Software zur Verfügung stellen. Von diesen drei Punkten bin ich ja nicht unbedingt ein Fan, aber ich verstehe die Vorgehensweise nicht. Ja, die Formel 1 feiert gerade so ein bisschen Comeback von den Zuschauerzahlen, weil USA ausgebaut wird, aber muss man als Unternehmen da jetzt, ich weiß nicht, weil man spricht wahrscheinlich von einer neunstelligen bis zehnstelligen Summe, also von 100 Millionen oder einer Milliarde, was sowas kostet, ist jetzt meine Vermutung. Und gleichzeitig Stellenabbau, weil man sagt, man ist in finanziellen Engpässen, passt irgendwie nicht so ganz. Da fühle ich auf jeden Fall mit den Leuten in Köln mit, denn ich kenne dort einige. Das passt nicht so ganz für mich zusammen. Ich finde,
Der Schritt ist gut, der Zeitpunkt ist nur falsch. Gleichzeitig liefert man sich jetzt in dem US-Markt einen Preiskampf mit Tesla. Und auf dem Niveau ist Ford nicht. Definitiv nicht. Aber Ford senkt deutlich die Preise in Amerika. Und zwar, es ist hier deutlich stärker, sind etwa die Preise bei der California Route One Ausstattung, Extended Range Batterie und Allrad, also erweiterte Batterie und Allradsystem, $5,580 günstiger, $5,900, die größte Preisung gab es beim Mustang Mach-E GT, zuvor knapp unter $70,000 lag und jetzt nur noch $64,000 kostet. Ja, irgendwo macht es Sinn, dass Ford jetzt ihre Preise dort senken, weil es subventioniert wird vom Staat. Bestimmte Preisregionen, die Fahrzeuge, dadurch erschließt sich natürlich eine ganz neue Käuferschicht. Gleichzeitig kann ich es nicht verstehen, dass man 2022, ich weiß nicht, 2 oder 3 Preiserhöhungen in Europa gemacht hat und an den Preisen in Europa festhält. Wie wir sehen, keine Preisänderung. Finde ich nicht gut. Fahrzeug gefällt mir optisch immer noch sehr, sehr gut, nur die Technik gefällt mir gar nicht. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen. Ich sage häufig, Ford USA und Ford Europa kann man nicht miteinander vergleichen. Das stimmt. Besonders beim Mach-E kommt es jetzt ein bisschen schärfer schon, denn wir Mach-E-Fahrer in Europa bekommen seit ungefähr 6 Monaten keine Updates mehr. Über die Oversee Air Update Funktion, OTA, bekommen wir keine Updates. Aktueller Stand ist, glaube ich, also ich bin zumindest bei 2.72. Jetzt zeige ich euch, wo die Amis sind. So, die guten Kollegen in Amerika sind mittlerweile bei 4.1 bis 4.3 angekommen. Wie gesagt, wir sind bei 2.7. Das ist ein enormer Unterschied wahrscheinlich, so wie die Amis immer schreiben. Zudem haben sie mittlerweile auch dieses, ich sag mal in Anführungszeichen, autonomes Fahren teilweise freigeschaltet. Können wir nur von träumen. Das Fahrzeug wurde damit verkauft, aber ja. Zumindest gibt es jetzt für Europa eine Petition, die gestartet wurde, damit man Ford mal ein bisschen Druck macht. Ich frage mich jetzt nur gerade, wie das ist, weil Ford hat das Fahrzeug ja mit dieser Funktion verkauft. Hat die Funktion aber oder nutzt sie nicht. Von daher ist die Funktion ja nicht aktiv, nicht vorhanden. Ist das ein Grund, sein Fahrzeug wieder zurückzugeben? Ich weiß es nicht. Das war jetzt so einmal eine Update-Runde von Ford. Ich denke mal, das war auch genug fürs Erste. Ich werde euch da einfach mal so auf dem Laufenden halten. Ich denke mal, das ist so interessant. Es muss zwar nicht immer so top aktuell sein, wie zum Beispiel die Geschichte mit der Formel 1. Das ist ja schon ein bisschen älter, weil über ein Thema zu quatschen macht nicht so viel Spaß. Wir bündeln das lieber und dann haue ich euch ein Video raus, dann seid ihr up to date. Beziehungsweise nicht vergessen, teilen, abonnieren, Daumen hoch lassen, kommentieren und dann sehen wir uns demnächst wieder. Bis dahin, euer Quertreiber. Ciao.